Danke an die Nachrichten. Und dann hoffen wir mit Blick auf Silvester, dass es da dann auch trocken bleibt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen heute zu unserer Sendung. Ja, haben Sie schon Ihre Silvesterplanung fix? Beim Gedanken an den Jahreswechsel, da schwingt in diesem Jahr doch bei vielen ja eine gewisse Sorge mit. Kann man in den Städten wirklich in Ruhe draußen feiern? Sind wir da ausreichend sicher, vor allem auf den öffentlichen Plätzen? Kann es da überhaupt einen ausreichenden Schutz geben? Nicht nur in Köln hat man sich darüber ernsthaft Gedanken gemacht, war ja auch ein großes Thema heute in den Nachrichten. Aber auch andere Städte haben reagiert und auch sie wollen etwas ändern. Möglicherweise gab es in einer Befruchtungsklinik in den Niederlanden eine Verwechslung mit womöglich ziemlich weitreichenden Folgen. Und zwar soll da Erbgut vertauscht worden sein. Da kann man sich ja mal überlegen, was das im Extremfall bedeuten kann, dass jetzt nämlich Kinder auf die Welt kommen, die den falschen Vater haben. Wer soll das dann mal den Kindern erklären, dass da einfach nur irgendwas vertauscht wurde und Papa dann gar nicht Papa ist? Noch wird ermittelt. Und dann haben wir heute noch das, so schnell wird aus einem Trend ein ernstes Thema. Es gibt einen neuen Spaßtrend im Internet. Da werden Menschen, die im Bett liegen und schlafen, mit einer Kettensäge überrascht. Und dieser Moment wird dann gefilmt und dieser Film landet dann im Internet. Und tatsächlich hat sich dabei jetzt jemand so erschreckt, dass er in die Kettensäge geraten ist. Und der Mann hat sich dabei schwer verletzt. Und jetzt hat die Sache auch noch juristische Folgen. Größere Aufregung gab es auf der Urlaubsinsel Teneriffa. Für viele ist das ja jetzt gerade ein ganz beliebtes Ziel, um noch mal ein bisschen Wärme zu tanken. Und dementsprechend gut gefüllt sind auch gerade die Strände dort. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie liegen auf Ihrem Badehandtuch und ein Flugzeug rast auf den Strand zu. Ist genauso passiert. Und wenn man die Bilder dann sieht, kann man nur sagen, da hätte auch noch weit mehr passieren können. Was ist heute noch passiert? Wir haben noch mal Nachrichten und die beginnen mit einem technischen Defekt, der Folgen hatte und das leider auf der Autobahn. Jetzt also auch noch Carrie Fisher. Es waren so viele in diesem Jahr Schauspieler, mit denen wir ja gefühlt im Fernsehen und Kino alle groß geworden sind und die uns jetzt einfach fehlen werden. Was können wir tun? Sie einfach nicht so schnell vergessen. Diese beiden gehören auf jeden Fall, um im Bild zu bleiben, auch zu unserer Fernsehfamilie. Sie sind Schwestern, sie sind beide Schauspielerinnen und sie sind beide gerade ganz frisch verliebt. Wir haben uns sehr gefreut auf ein Vierer-Interview im Schnee mit den Kling-Schwestern, also mit Gerrit und Anja Kling, bekannt ja aus ganz vielen Filmen und Serien. Und es war ein ganz fröhliches Treffen. Worüber haben wir geplaudert? Klar, über die neue Liebe, über gemeinsame Urlaube und was jetzt vielleicht auch anders werden könnte. So hatten wir dann schon das erste Silvesterfeuerwerk in der Sendung. Wir hatten noch ein tolles musikalisches Date. Und zwar haben wir uns getroffen mit Nigel Kennedy, dem Punkrocker unter den klassischen Musikern. Berühmt ist der übrigens auch dafür, dass er beim Umgang mit Schimpfwörtern ähnlich locker drauf ist wie bei der Wahl seiner T-Shirts und Turnschuhe. Wir waren also vorbereitet. Aber dann waren wir doch erstaunt über seine Entscheidung, dass er möglicherweise seine Heimat verlassen will. Warum? Das erzählt er uns jetzt. Na, das dürfte eine lockere Geburtstagsfeier werden. Was ist noch los in der Welt der Stars? Fußballer Rafael van der Vaart wird möglicherweise neben den sportlichen Fähigkeiten auch seine musikalischen ausbauen. Zumindest was das Singen von Einschlafliedern betrifft. Da gibt es nämlich schöne Neuigkeiten. Und wir haben noch ein Geburtstagskind. Sie beginnt ab morgen mit der großen Feierei und es wird noch ganz viel nachgefeiert. Sie ist es, Schauspielerin Alexandra Kamp. Horst Schlemmer, also Harpe Kerkeling, ist ein großer Fan und absolut verrückt nach ihr. Und auch Fürst Albert von Monaco soll es gewesen sein, munkelt man. Wir haben gesprochen mit ihr über ihren großen Freiheitsdrang, was sie so richtig glücklich macht und wie man entspannt 50 wird, wird sie nämlich. Na gut, dann sind wir jetzt auch weg. Schönen Abend und auch ein Tschüss von mir. Bis morgen.